So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr seht richtig. Da bei euch immer wieder die Wundertüten-Videos so gut ankommen und ich immer wieder gefragt werde, mach doch welche, dann mache ich auch welche. Auch einige, die ich doppelt und doppelt habe. Aber jetzt mal wieder eine aktuelle und zwar für coole Kids. Die Nummer 5 für 3,99 Euro. Super schlaue Wundertüte. Wie kann eine Wundertüte schlau sein? Weiß ich natürlich auch nicht, aber ihr seht schon, was da alles drin sein kann. Kopfhörer, Codes, Laser. Also, was Cooles in dem Sinne. Was nicht cool ist, weil es aus Plastik ist, einfach nur ein Gimmick. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, für coole Kids, Wundertüte Nummer 5 oder super schlaue Wundertüte für coole Kids, die Nummer 5 für 3,99 Euro. Und was da jetzt drinne stecken kann, das schauen wir uns natürlich jetzt mal an. Und ihr schreibt natürlich alles in die Kommentare, wie ihr sie findet, was ihr davon haltet. Also immer das Übliche. Und wenn ihr euch schon mal eine gegönnt habt, ob ihr das Gleiche oder selbe drin hattet. Ganz egal was. Aber jetzt schauen wir da mal rein. Das erste Magazin. Hey, ist natürlich richtig cool, das Fernglas. Und warum? Weil es kaputt ist. Das hat einen Schaden. Damit kann man um die Ecke gucken. Also da müsst ihr wirklich aufpassen bei den Wundertüten. Aber ich habe ja schon einige Videos gemacht. Da sind meistens die Sachen defekt. Aber ihr seht es. Es ist kaputt. Braucht man das wirklich? Ich glaube es nicht. Ihr habt gesehen, es ist Plastik. Sowieso. Es ist einfach nur Plastik. Und wenn es kaputt geht, ihr seht es, es ist ziemlich spitz. Passt also wirklich auf. Und ihr schreibt natürlich in die Kommentare, ob man das überhaupt braucht. Ist einfach so. Und dann natürlich das Magazin. Das ist ja natürlich immer interessant und wissenswertes. Steht da drin, die Magazine sind gut gemacht. Ich kenne sie. Ja, die Magazine gut gemacht, aber die Gimmicks, ihr seht es, nichts gemacht, es war kaputt. Aber nichtsdestotrotz schauen wir jetzt mal das zweite Magazin an. Und das zweite Gimmick. Ja, der gleiche Hintergrund. Ups. Nichts ist hängen geblieben. Das heißt nichts Gutes. Und was ist das? Ja. Ein Kompass, der nicht stehen bleibt, also wird er nicht richtig funktionieren. Eine Pfeife, die funktioniert. Eine Lupe. Ein Bleistift für die Wildnis. Ist natürlich richtig interessant. Fällt natürlich auch raus. Seht ihr, es bleibt nicht hängen. Also, ist das schon mal gespart. Und was haben wir hier? Aufstellen. Zum Fingernagel sauber machen. Passt. Pfeife einstecken, Fingernagel sauber machen, Bleistift, der immer wieder rausfällt. Ist natürlich richtig genial. Also, ihr schreibt mir jetzt auf jeden Fall in die Kommentare, ob man das wirklich braucht. Ist natürlich auch Plastik, ne? Das eine war kaputt. Das Fernglas, wenn es kaputt ist, ist es scharfkant. Es tut zwar nicht richtig weh, aber ich doch, die richtigen Spitzen tun weh. Aufpassen, das hier, ups, Bleistift auch weggeflogen. Das Magazin, die sind natürlich gut gemacht. Also ihr schreibt mir jetzt wirklich in die Kommentare, wie ihr die super schlauen Wundertüten findet. Für 3,99 Euro, meine Meinung. Aber das ist meine Meinung. Ihr schreibt mir jetzt eure Meinung. Das war jetzt mal wieder ein Infovideo über eine Wundertüte. Und deswegen sage ich wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.